Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil Zero. Ich habe schon gerade die ersten Worte gesagt, aber das Mikrofon war noch nicht an. Deswegen war jetzt am Anfang der Folge so ein bisschen weirde Stille. Aber ist okay. Wahrscheinlich hättet ihr es gar nicht gemerkt, hätte ich nichts gesagt. Aber wir spielen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich gehe aus diesem Raum und öffne eine Tür mit einem Werkstattschlüssel. Das ist mein Ziel. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Ich habe eine Ahnung, was passiert, aber ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Das hat sich jetzt vielleicht gerade so ein bisschen angehört wie so, oh, ich weiß ja schon, was kommt, aber ich verrate euch noch nicht. Aber ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Ach, die ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, alles klar. Dann ist das alles anders, als ich dachte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, wir können jetzt die Tür hier öffnen. Wo gehen wir dann jetzt hin mit unserem Werkstattschlüssel? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Der Aufzug führt hier hin. Gut, okay, dann warte mal, wie ändere ich denn bitte die Karte? Karte wählen L2. Ah ja, okay. Hä? Für was ist der Schlüssel? Ich schaue mir den mal schnell an. Untersuchen. Ich habe schon ein U gesehen. Auf dem Schild steht U. U wie Ouroboros. U wie Ultra cool. U wie Uli. Was mache ich mit dem U-Schlüssel? Ich weiß es jetzt wirklich nicht. U-Bahn. Unterseeboot. Lass mich nochmal schnell gucken. Werk. Also der Zug war der Zug. Die Ausbildungsstätte war die Ausbildungsstätte. Kellerlabor. Waren wir gerade im Kellerlabor? Aber auch da ist nichts mehr. Und dann waren wir im Labor. Und auch hier ist aber keine ungeöffnete Tür mehr. Also der Schlüssel wird schon hier fürs Werk sein. Aber wenn er nicht für die Tür ist, jetzt gucke ich mal. Dann gehe ich die Treppe hoch, dann bin ich hier. Speicherraum, bliblablub, alles. Und der Aufzug führt hier hin. Und da geht es auch in eine Sackgasse. Da habe ich den Schlüssel geholt. Hä? Guck, das meine ich irgendwie. Das habe ich in der letzten Folge schon gesagt mit Resident Evil Zero. In keinem anderen Resident Evil stand ich so oft auf dem Schlauch und dachte mir so, hä, was mache ich denn jetzt damit? Es war eigentlich immer, und das finde ich ja gerade das Schöne, im ersten Resident Evil hat man so eine Rätselbox. Und auch wenn man nicht immer sofort weiß, wie es weitergeht, hat man immer sofort Assoziationen, oder? Dann weiß man sofort, ah, Rüstungsschlüssel, ich war schon bei 15 Türen, die mir gesagt haben, den brauche ich für da und da, ne? So. Und hier habe ich jetzt den U-Schlüssel. Ich war noch nie bei einer Tür, die einen U-Schlüssel braucht. Ich habe kein Dokument über einen U-Schlüssel gelesen. Ich bin nur an einer verschlossenen Tür vorbeigekommen und die öffnet man nicht mit dem U-Schlüssel. Und das finde ich einfach nicht so schön designt. Jetzt stehe ich da mit dem Schlüssel. Versteht ihr meine Kritik hier? Ich hoffe. Vielleicht gehe ich mal zu der Konsole. Kann man die aktivieren vielleicht? Ein Bedienfeld. Ein Schlüsselloch. Okay, alles klar. Dann kann man den einfach hier benutzen. Okay. Aber auch hier denke ich mir, weil, wisst ihr, ich meine, ich hätte mich natürlich ein bisschen schöner durchklicken können, aber das Ding ist nicht sehr schön optisch hervorgehoben. Das sieht jetzt nicht wichtiger aus wie irgendetwas anderes in dem Raum. Und auch da, finde ich, könnte man ein bisschen besser in der Spielerführung sein. Vielleicht will man es nicht. Vielleicht eine Designentscheidung, eine ganz bewusste. Könnte man aber.
Okay, brauchen wir den Schlüssel noch? Oder, nee, der ist schon weg. Gut, dann haben wir nämlich wieder einen Inventarplatz frei. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich die Granaten oder doch lieber die Heilung mitnehmen soll. Ich glaube, eine Heilung wäre schon gut, oder? Hm. Ah. Eine gute Heilung wäre schon gut. Komm. Okay. Na dann. Okay, dann gehen wir auf die Plattform. Drehscheibe senken. So ganz ähnliche Drehscheiben kennen wir ja schon aus Resident Evil von Umbrella-Einrichtungen. Sogar sehr, sehr gut. Es funktioniert zurzeit nicht. Hiermit wird anscheinend der Aufzug aktiviert. Da ist ein Schlüsselloch. Aber wir haben keinen Schlüssel. Bereiche, die so aussehen, kennen wir ja auch ziemlich gut. Hier brauchen wir nicht suchen. Oh oh. Die haben mich mit einem blinkenden Item in die Cutscene gelockt, die Schweine. You're alive. Are you okay, Rebecca? Where is everybody? They should have arrived here before me. Haven't you seen them? That's unfortunate. If we go straight from here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Come on, let's go. Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and... No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Don't worry, I'll catch up with you. Rebecca, all right. Just be careful. I never saw him again. I never saw him again? Was ist gerade? Was war das gerade? Ist das jemals im Spiel gewesen, dass die Geschichte hier gerade erzählt wird aus ihrer Perspektive? Was war das gerade für ein Satz? Hat sie das gerade gesagt oder so? Es kommt jetzt so aus dem Nichts, dass das jetzt hier eine Erzählung von Rebecca ist. Oder? I never saw him again. Wie komisch. Naja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Enrico macht seinen Job auch nicht besonders gut, oder? Also als Polizist und so. So als Leiter des Teams. Und dann sagt er so, nö, nö. Also... Wir holen jetzt hier keinen Straftäter, weil der stirbt ja sowieso hier. Das sind zwei Sachen, die ein Polizeibeamter nicht sagen sollte. Er sollte nicht sagen, nö, den Kriminellen, den jagen wir jetzt nicht. Und er sollte nicht sagen, weil der ist ja sowieso schon so gut wie tot. Selbst den Kriminellen sollte man retten und vor Gericht stellen. Oder wenn er schon verurteilt ist, dann zur Vollführung des Urteils bringen. Naja. Ah ja. Ich meine, es ist ein Ausnahmezustand hier, ne? Wenn man mit Zombies zu tun hat. Ich bin da nachsichtig. Ich würde jetzt Enrico dafür jetzt vielleicht, wenn ich jetzt ein Richter wäre, nicht so hart bestrafen. Aber
Was ist denn? Warum denn nicht? Hier ist ein Schlüssel. Ja, also, jetzt guck mal. Hier ist ein Aufzug. Hier ist ein Schlüsselloch. So. Und hier habe ich einen Schlüssel. Wenn ich den untersuche, heißt es ein Schlüssel, mit dem der Aufzug wieder aktiviert wird. Warum kann ich den nicht verwenden? Ach, jetzt kann ich ihn verwenden. Na gut, okay. Der Aufzug wurde aktiviert. Ich habe mich schon gewundert. Uh-oh. Ein Tyrannosaurus Rex. Prototyp. They see me rolling. They hate it. Nein, er hat den Knopf zerstört. Er hat den Aufzugknopf zerstört. Dafür gibt's jetzt 24 Schuss Magnum in die Augen. So. Ganz schön luschig. And stay down. You want... I give you... Worst Tyrant ever. Ich meine, damit gehört Rebecca zu den wenigen Personen im Resident Evil-Universum, die es mit einem Tyrant aufgenommen haben. Und das auch noch sehr erfolgreich. Das muss man schon sagen. Das ist schon ziemlich cool. Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge. Good riddance. War der schon immer so ein britischer Bösewicht oder hat das die Egelkönigin so hinzugedichtet zu der Persönlichkeit von Marcus? Weil so die Stimme von dem als alten Mann, die wir gehört haben, mit Obedience, Breeds, Effectiveness oder wie auch immer, hat sich ganz anders angehört. Nicht ganz anders, aber anders. Da ist er auch älter, aber schon sehr anders. Runtergespült. Der Fisch hält einfach gern sein Becken sauber. Ich meine, kann man ja auch verstehen. Der hat Billy nicht mal was getan, muss man auch fairerweise sagen. Der war sehr höflich, der Fisch. Der hat ihn nur entfernt aus seinem Gewässer. Ich meine, der war bewusstlos und so. Wer weiß, was der da, ne? Blasenkontrolle und so. Na, kann ich mir vorstellen, dass der Fisch das nicht super dufte findet. Also, ich habe Verständnis für den Fisch. Basically, wisst ihr, ne, das ist wie wenn man eine Spinne im Haus hat und man will die nicht im Haus haben und findet die blöd und so. Und dann fängt man die ein und bringt die raus. Das hat der Fisch gerade mit Billy gemacht. Der hätte ihn auch einfach erschlagen können oder so. Aber der Fisch hat sich dazu entschieden, der Monsterfisch, Billy einfach lebend rauszubringen. Und jetzt ist Billy halt auf sich allein gestellt. Das ist nicht mehr das Problem des Fisches. Mein Gott. Ich finde das okay.
Oh oh, alle Lämpchen blinken rot. Das kann nichts Gutes bedeuten. In der Regel. Wenn ich irgendein technisches Gerät daheim habe und alle Lämpchen leuchten rot, dann... Ich habe jetzt wirklich die 200-Schuss-Pistole irgendwo liegen lassen, ne? Naja. Stromzufuhr für den Dammbereich. Punkt für Stromzufuhr angeben. Jeder bis zu 2 Punkte entfernte Ort kann mit Strom versorgt werden. Punkte wechseln. Ja. Ha. Ach so, ich verstehe. Okay. Nee, da müssen wir nochmal von vorne anfangen. Jaha, ich war heiß. Ich mach's ja nochmal. Ich hab's jetzt erst verstanden, was das für ein Rätsel ist. An das kann ich mich auch null erinnern. Null. Jetzt wartet mal, jeder bis zu 2 Punkte entfernte Ort. Das heißt, wir sollten den mal aktivieren, I guess. Okay, das ist ein bisschen blöd, ne? Jetzt müsste ich nämlich den hier aktivieren. Damit wir wirklich die alle kriegen. Und dann den hier. Und dann passt's eigentlich. Das hat mich gerade aus irgendeinem Grund ein bisschen an, wie heißt er? Ich habe so ein beschissenes Namensgedächtnis. Der Fallout 3D-DLC, in dem man in The Pit ist. Der heißt The Pit, oder? Ich glaube, der heißt einfach The Pit. An The Pit hat mich das gerade erinnert. Das geht auch irgendwie so steil ein bisschen bergauf und diese Fabriken, die so an dieser Bergrückwand irgendwie sind. Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung. Das hat... Es sieht nicht wirklich so aus, aber so vom Gefühl her hat das gerade so. Versteht ihr? Feeling. When I get that feeling. Wo ist eigentlich das gute Kraut, das ich gemixt habe? Habe ich das irgendwo abgelegt? Habe ich das irgendwo liegen lassen? Habe ich das gerade abgelegt, damit ich die... Habe ich das hier irgendwo? Habe ich das benutzt? Nee, ich wurde nicht getroffen, oder? Keine Ahnung. Wer weiß, das liegt wahrscheinlich schon irgendwie 5 Safe Rooms hinter mir. Okay, jetzt haben wir hier Stromzufuhr wiederhergestellt. Was haben wir jetzt davon? I guess ich gehe jetzt hier mal weiter. Aber wahrscheinlich funktioniert jetzt der Aufzug zum Beispiel. Oh oh. Da ist was. Ah, Zombies. Moment mal. Ich habe noch die Magnum in der Hand, oder? Oh, das wäre beinahe eine Verschwendung gewesen. Ah, aber jetzt bräuchte ich wirklich Pistolenmunition. Nee, schieß doch bitte auf den erstmal. Der ist tatsächlich schon tot. Wow, Rebecca. Nicht schlecht. 2 Schuss Rebecca am Start. Was geht? Legt euch nicht mit Rebecca an. The Becker ist am Start. So. Kurz auf die Karte gucken. Ich habe nichts übersehen. Nee, ist nur ein kleiner Rundraum mit ein paar Zombies. Gut. Kampfarena. Mini-Kampfarena. Für den kleinen Bluthunger zwischendurch. Blutdurst. Ach, shit. Igel! Hey! So, nur noch 1 Schuss in dem Gerät. Ich habe gar nicht mehr so viel Munition für die ganzen Dinger, ne? Ich sollte echt mal ein bisschen backtracken und Mission holen. Das macht sehr viel, das sehr, sehr gutes Feature auch von Resident Evil Zero. Finde ich sehr gut, dass sie das eingebaut haben.
dass man super weit zurücklatschen muss, um so Sachen wie Pistolenmunition zu holen. Stellt euch vor, es gäbe sowas wie so ein Speichersystem, wo man seine Sachen alle an einem Ort lagern kann und dass man auch von mehreren Punkten der Map abrufen kann oder so. Das wäre voll nervig. Wäre eine total blöde Idee. Wird das ganze Spiel kaputt machen. Finde ich schon sehr gut, dass hier jetzt alles irgendwie so verteilt liegt. Dass man sie ja nicht wiederfindet. Das ist schon sehr gut, muss ich schon sagen. Haben die mitgedacht? Aha, wir sind am Ende der Klospülung angekommen. Moment, ist da oben, ist das, was ist das? Ist das was? Brauchen wir da zwei Personen dafür? Weil ich meine, ich kann hier wahrscheinlich hochklettern oder so. Aber bringt mir nichts, wenn niemand da ist, der den Gulli, den Knopf drückt. Den Gulli? Ich weiß manchmal nicht, was ich rede. So, okay, egal. Dann holen wir erstmal Billy. Billy aus dem Gulli. Bulli. Okay, Schrotflintenmunition können wir mit Rebecca leider nicht brauchen. Weiß ich jetzt auch nicht. Da würde ich vielleicht auch mal einen Maurer holen oder einen Statiker, wenn ich Umbrella wäre. Das sieht irgendwie blöd aus. Gerät benutzen. Voll leer. Nach links, nach rechts. Ich mach's mal voll leer. Aber es ist eh schon voll leer. Und jetzt wird Billy reingespült. Flütchen. Bleibt so kurz stecken und dann so pff. Aha. Aha, ich verstehe. Okay, alles klar. Ja, ich verstehe schon. Das ist jetzt natürlich, wisst ihr, das ist auch ein bisschen nervig. Aber das ist jetzt was, das ist so ein bisschen der Zeit geschuldet. Das würde ich jetzt Resident Evil Zero nicht direkt so vorwerfen. Aber diese ständigen Texte, die man immer wieder wegklicken muss. Und wisst ihr, und dann Trial and Error und so weiter, ist schon auch nervig. Muss ich da erst runterklettern? Wahrscheinlich, oder? Muss ich selber was verschieben? Ah ja, da ist eine Leiter, ich sehe schon. Prong, pong, 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 pong. Okay. Ah, guck mal. Da wird mir das Rad gezeigt. Das ist gut. Das ist jetzt wieder eine gute Kameraeinstellung. Da sehe ich wenigstens, okay, da ist ein Item. Da muss ich hin. Ne, das macht Sinn. Das ist gut. Da kann man nichts sagen. Okay, ich habe schlimmer gemacht. Moment mal, kann Rebecca das gar nicht verschieben, weil sie zu schwach ist? Das sah nämlich gerade so aus, als ob sie so, ah, damn it, gemacht hätte, als ich versucht habe, das zu schieben. Nein, ja, so geht's sowieso nicht. Ah, okay, Rebecca kann das sowieso nicht. Okay. Moment, das, was ist das da? Nix. Na gut. Dann gehe ich mal durch die Tür hier. Oh oh, Igelbart. Noch guck, wie es den schön an Land gespült hat. Oder hat er sich mit letzter Kraft rausgekrabbelt, bevor er an Land ertrunken ist noch. You're safe now. Are you okay? Hm?
Wo schauen die hin? Ach so. Kinderleichen. What could have done this? They must have been used as test subjects in Marcus's research. He must have kept messing around with the mother virus. Billy? Und Erwachsenenleichen. Die ersten Progenitor-Virus-Testsubjekte. Von denen wir wissen. Von der anderen Seite verschlossen. Die sieht eher so aus, als wäre das so ein, ne, so ein Tür-Code-Ding. Na, okay. Moment, ist das wirklich der einzige Weg? Bin ich da jetzt wirklich nur runtergegangen, um Billy zu holen? Aktuell anscheinend schon. Finde ich ein bisschen lame, muss ich sagen. Aber okay, passt schon. Ich würde jetzt mal zu Billy wechseln, weil der hat zumindest in der Schrotflinte, ne? Wenigstens noch ein bisschen mehr Munition. Vor allem, um so kleinere Gegner wegzuballern. Falls uns noch mal ein Hunter oder ein Zombie unterkommt. Ach so, aber wir haben jetzt hier das Kistenschieberätsel, das jetzt Billy eigentlich lösen kann, ne? Was passiert denn, wenn ich Billy unten stehen lasse, während Rebecca oben das Becken volllaufen lässt? Kommt da eine Meldung, dass das einfach nicht geht? Oder... Das wäre ja lustig, wenn ich ihn ertränken könnte. Gerade erst aus dem Wasser gerettet. So, jetzt passt auf. Wenn ich diese Kiste ganz an den Rand verschiebe, ne? So. Könnte ich vermutlich jetzt mit Rebecca... den einmal nach links rumdrehen. Gut. Und jetzt ist wieder William am Werk. William Wallace heißt er mit vollständigen Namen. Der kann jetzt hier die Holzkisten schieben, um eine Brücke zu bauen. Könnte ich die Metallkiste auf das Gitter schieben und damit verhindern, dass Wasser reinfließt? Ich meine, die Frage ist, wie schiebe ich jetzt die Kisten? Ne? Das ist natürlich ein bisschen ein Dilemma. Oh, nicht so weit. Ich muss noch dahinter kommen. Nein! Ich habe es jetzt schon ruiniert. Das Rätsel ist jetzt schon kaputt. Wie resette ich das wieder? Raum verlassen und wieder reingehen, oder... Wirklich doof. Voll kaputt gemacht. Einfach so. Ja, scheiße. Okay, Rebecca. Mach mal Wasser rein. Das ist zu gefährlich. Ach so, lame. Was ist, wenn ich es nochmal nach links drehen will? Ja gut, ne, das hätte ich mir auch denken können. Okay. Ja, blöd, Billy. Das heißt, wir haben hier ein sehr nerviges Rätsel, meiner Meinung nach. Ein sehr nerviges Rätsel. Oh Gott. Nein. Das ist schon ein bisschen nervig. Billy, sind wir stark genug, dass wir die beiden gleichzeitig schieben? Komm schon! Nee, er hat keine Chance. Ich bin enttäuscht, Billy. Muss ich sagen, du hattest einen Job. Du hast einen Job in diesem Spiel, nämlich stark sein. Was machst du? Nix. Ja. Scheiße.
Muss ich jetzt irgendwie den Raum verlassen und wieder reingehen oder so? Come on. Roger. Gehen wir mal. Gehen wir raus und wieder rein. So, nothing ist kein Rätsel, nirgendwo. Speedy B, Speedy Bo. Ist es resettet, dann bin ich jetzt froh. I'll check it out. Roger. Das nervigste Rätsel von Zero. Viele haben, ich habe das oft gehört und gelesen, dass viele mit dem Tierrätsel Probleme hatten, ne? Diese Nahrungskette, bliblablub. Das war für mich irgendwie wieder relativ logisch. Aber das finde ich gerade sehr nervig. Aber jetzt passt auf, wenn ich glaube, ich weiß schon, okay, wenn ich einfach in die Richtung schiebe, dann sind, glaube ich, alle meine Probleme gelöst, weil dann kann ich die eine Kiste einfach direkt durchschieben, drehe ich jetzt nach rechts, genau, okay, alles gut. Das ist nur so ein schwerfälliges Rätsel und dann drücke ich auch noch da und die falschen Tasten, dadurch wird es noch nerviger. So, nachher... Gut gemacht. Ha, jetzt habe ich eventuell doch ein Problem. Aber jetzt wartet mal kurz. Lasst mich kurz überlegen. Nein, ich möchte Billy. Ich möchte nicht ins Inventar. Also, jetzt lasst mich überlegen. Ich kann jetzt die Kiste ganz rüberschieben. Aber ich glaube, das wäre sogar eine dumme Idee. Ich glaube, ich sollte lieber versuchen... Nee. Wie mache ich das jetzt? Ich kann... Weil die Kiste steht ja schon ganz an der Wand. Ach so, warte mal. Hier ist theoretisch... Ja. Ich könnte versuchen, kann ich die Kiste hier reinschieben? Das ist die Frage, ne? Und dann schiebe ich die ganz an die Wand rüber. Ich hoffe, das stimmt jetzt, weil damit habe ich das Rätsel schon wieder gelockt jetzt in eine Richtung, ne? Ansonsten müssen wir schon wieder resetten, wenn das jetzt falsch war. Die Frage ist jetzt nur, kann ich das jetzt in die kleine Bucht schieben oder steht mir da das Gitter im Rücken? Das Gitter steht mir im Rücken, aber es ist vielleicht nicht schlimm. Jetzt wartet mal. So, jetzt drehen wir das mal nach links. Ja, Billy. Wir kriegen das hin, Billy. Moment mal, wir kriegen das nicht hin, Billy. Doch, nein. Oh, warte mal. So wie ich mir das gedacht habe, kriegen wir es nicht hin. Weil wenn ich die Kiste jetzt da reinschiebe, kriegen wir die nicht mehr raus. Ich könnte jetzt da reingehen und die Kiste rüberschieben in die Mitte. Aber dann kriege ich das Tor nicht mehr gedreht, oder? Und das reicht nicht mal. Shit. Hä? Ja, das ist jetzt blöd. Speedy B. Kann der Sieb hier Kisten verschieben? Der Rotationssieb. Ihr wisst, was ich meine? Ja, die nicht. Ich habe es in die falsche Richtung gedreht. Nein! Ich glaube, ich muss es resetten. Aber ich probiere mal noch was. Theoretisch könnte das mit ein bisschen Rumgetüftel funktionieren. Jetzt wartet mal.
Oh, gut, ich dachte schon, es schnappt jetzt zurück, aber das hat funktioniert immerhin. Und jetzt passt auf. Jetzt schiebe ich einen Ticken nach vorne, aber nicht zu weit. Stopp. Und jetzt kommen wir da schon... Ach, Billy, willst du mich verarschen? So dick bist du auch wieder nicht. Aber wir können von hier theoretisch noch schieben. Ja, okay. Dann kriegen wir es hoffentlich hin. Die Frage ist, kann Billy jetzt dann zwischen Gitter und Kiste stehen? Das ist jetzt die Frage. So, dann rotieren wir noch mal nach rechts, bitte. Das ist zu gefährlich, was? Billy, warum ist das zu gefährlich? Oh, was? Was ist eigentlich, wenn ich Billy da nicht mehr rauskrieg? Den kriege ich immer raus, oder? Ja, ich glaube, Billy kann man nicht einsperren, wenn ich so logisch drüber nachdenke. Ja, nach links halt dann. Ja, dürfte klappen, oder? Billy, bitte. Bitte mach jetzt keinen Blödsinn. Okay, es funktioniert. Es funktioniert. Dann kriegen wir das jetzt hin. Achtung. Achtung, alles gut. Ich muss jetzt nur noch mal in das Loch hoppeln. Und dann schieben wir das Ding jetzt noch ein bisschen rüber. So. Flop. Und dann können wir hier dazwischen und rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Lösung war. Es war definitiv keine sehr elegante Lösung. Aber es hat funktioniert. Ich weiß nicht genau, was die sich jetzt dabei gedacht haben, wie es eigentlich gegangen wäre. Ich schätze mal anders. Weil das war jetzt einfach nur ein bisschen rumgefummel, rumgebastel. Eher nervig. Glaube nicht, dass das so gedacht war. Aber Hauptsache, es hat jetzt funktioniert. Jetzt habe ich mir selber einen Ohrwurm von Schnellste Maus von Mexiko Anfangslied verpasst. Vom Schniebelschnabel bis zum Po. Speedy B, Speedy Bo. Moment mal, vom Schniebelschnabel bis zum Po? In der Textzeile geht es aber nicht um Speedy Gonzales. Geht es da um Daffy Duck? Kommt Daffy Duck in Speedy Gonzales vor? Ich bin verwirrt. Moment mal, Billy ist ein Vampir, habt ihr es gesehen? Er hatte kein Spiegelbild im Boden. Die Leiter schon, ganz eindeutig. So, jetzt füllen wir den Scheiß hier mit Wasser. Um Gottes Willen. Hat irgendjemand... Leute, oh oh. Billy hat kein Spiegel... Hört mir genau zu jetzt. Hört mir genau zu. Hat irgendjemand in Resident Evil, in der ganzen Reihe Resident Evil, nach dem Hubschrauberabsturz, ne? Hat da irgendjemand Billy jemals gesehen? Außer Rebecca? Denk mal drüber nach. Sieht irgendjemand Billy außer sie? Niemand trifft Billy. Rebecca trifft Leute in Resident Evil. Aber niemand trifft Billy. Versteht ihr? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Was ist, wenn Billy überhaupt nicht existiert? Sie hat irgendeine Akte, weißt, schwer traumatisiert. Erster Tag bei den Stars, ja nicht ganz, aber fast. Neuling, jung, unerfahren, kein Militärtraining oder irgendwas dergleichen. Medizinerin. Zombie-Apokalypse, alle tot in einem Zug alleine und sie liest irgendwas von einem Billy, einem Sträfling, ne? Und plötzlich stellt sie sich diesen starken Kämpfer vor, der mit ihr gemeinsam das alles durchsteht. Dieser Billy, der aber in Wirklichkeit ja auch ein netter Kerl ist, er ist unschuldig, er war es ja gar nicht und so weiter und so fort. Und nachdem das alles überstanden ist, reitet er in den Sonnenuntergang und kommt nie wieder. Und man hört nie wieder was von ihm. Nie wieder kommt er vor. Wahrscheinlich ist der echte Billy schon lange tot und eine ganz andere Figur. Ja, vielleicht war noch so ein, ne, wer weiß. Vielleicht war noch so ein, wüsste ich jetzt gar nicht. Ist da ein Foto von Billy an diesem Ordner? An dieser Akte? Man findet doch so eine Akte über Billy, oder? Untersuchungsbefehl? Ist es das? Nee.
Aber ich dachte irgendwie, oder ist das in der Vorgrafik, dass sie davon erzählt kriegt oder sowas? Weil jetzt nicht. Naja, ist auch egal. Aber, ne? Sie erfährt auf jeden Fall von diesem Billy, der hier sein soll. Und dann... Jetzt macht alles Sinn, ne? In Wirklichkeit ist Rebecca hier alleine. Macht alles selber. Deswegen sagt Enrico dann auch so, hä? Billy? Der Straftäter? Who cares? So ungefähr, ne? Okay, jetzt ist die Frage, gehen wir nochmal kurz zurück, speichern. Speichern und Munition holen für Rebecca. Ich glaube, das macht Sinn, oder? Jetzt passt mal auf, wenn ich hier rausgehe und dann die Treppe runter. Ich bin mir nicht sicher. Wo führt die Treppe hin? Hä? Welche Treppe ist hier mit welcher verbunden, wenn ich die Stockwerke durchgehe? Nee, die Maps sind einfach... Also, einiges an Resident Evil Zero nervt mich wirklich einfach stark. Ohne Witz. Und dazu gehört eben auch das... Ich kann die Karte nicht lesen. I'll go check over there. Okay. Ich weiß nicht, warum ich immer die Menütaste drücke zum Charakter wechseln. Ich weiß es einfach nicht. Billy, kannst du das jetzt nicht machen? Ah, nö. Hä? Ah, doch. Ah, Batterie, alles klar. Okay. Nee, dann vergesst es. Dann machen wir das später mal. Das ist aber wirklich komisch, dass Billy in dem nassen Boden in der Leiter kein Spiegelbild hat, weil die haben in dem Spiel ja eigentlich tatsächlich drauf geachtet, dass die Spiegelbilder haben, wie hier zum Beispiel. Haben sie einfach vergessen anscheinend. Ich schätze mal, die Spiegelbilder werden tatsächlich per Hand quasi eingeführt. Na, das sind ja im Grunde logischerweise für damalige Verhältnisse, konnte man ja nicht wirklich Spiegelbilder machen, ist ja eh ganz klar. Deswegen sind das halt einfach die gleichen Charaktermodelle nochmal kopiert. Und so außerhalb des Raums. Entschuldige, Rebecca. Das war aber auch wirklich der dümmste Moment, um nachzuladen. Okay, ich wollte ehrlich gesagt nur speichern gehen. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass hier die Kurbel eventuell schon reingehört. Ja. Dann machen wir das jetzt aber auch schnell. Ich weiß nicht genau, was das war, aber wir haben noch einen Schuss in der Feuergranate. Ach so, das sind nur nackte Zombies. Ach, das ist voll die Verschwendung jetzt. Da könnte sich tatsächlich auch Billy drum kümmern. Mit seiner Flinte. Das Brummen hier in diesem Raum tut mir direkt in den Ohren weh. Ohne Witz, das finde ich gerade sehr unangenehm. Ich gehe jetzt schnell darüber, weil da drüben ist eine Schreibmaschine. Ich möchte jetzt eigentlich echt speichern mal. Wir haben schon lange nicht mehr gespeichert. Stellt euch vor, die PlayStation explodiert jetzt. Ich
glaube, Rebecca braucht schon langsam Heilung. Ja, geht schon noch. Geht schon noch. Aber die wurde jetzt in letzter Zeit oft getroffen. So, ah, hier haben wir auch wieder ein bisschen Munition, ne? Können wir wieder ein bisschen aufstocken. Vor allem Rebecca. Nimm doch gleich mal die Feuergranaten. Komm bald wieder nach Hause, Daddy. Sechs Feuergranaten, das ist gut. Und ein bisschen Pistolenmunition nehmen wir jetzt auch mit. Wobei, ich glaube, der Stapel mit den 200 Pistolenmunitionsschuss ist jetzt von hier eigentlich gar nicht weit weg, ne? Aber wenn hier auch rumliegt, warum dann nichts verkommen lasse. Haben wir hier... Ah ja, perfekt. Guck, dann machen wir uns jetzt hier gleich noch schnell eine Heilung und heilen Rebecca mal. Ach so, wir sind voll. Ich dachte, wir hätten einen Platz jetzt noch. Ist das da hinten eigentlich Marilyn Monroe oder so? Das sieht so schlecht gefotoshoppt aus, oder? Das sieht aus, als wäre da so ein Gesicht von einer anderen Person schlecht drauf gefotoshoppt. Selbst bei dieser niedrigen Auflösung, bei diesem kleinen Bildchen im Hintergrund, kann man erkennen, dass das schlecht gefotoshoppt aussieht. Achso, nee, ist ja eh Quatsch. Warte mal, Billy, hast du Platz im Inventar noch? Nein, auch nicht. Aber wisst ihr was? Ich lege jetzt das hier mal ab. Ja, und zwar genau da, wo man es nicht sieht. Das wird großartig. Das wieder aufzuheben. Naja. Aber wir müssen speichern. Speichern! Schnell! Oh, das Papier ist zerknittert. Ich hoffe, das zählt. Nicht, dass es dann beim nächsten Mal laden heißt, Safe Game Corrupted. Das Papier war zu knittrig. Die L sehen aus wie kleine I's. Okay. Na gut, Leute. Keine Ahnung. Machen wir Schluss für heute. Schön war's. Hat mich gefreut. Und es freut mich auch schon, wenn Resident Evil Zero vorbei ist. bis zum nächsten Mal. Tschüss.